Werner hat es gesagt, es geht um die Bedeutung feministischer Utopien zur Bearbeitung der sozial-ökologischen Krise, also groß. Und ich mache es jetzt noch etwas konkreter, um was es in den nächsten 30 Minuten gehen soll. Wir gucken mal, ob das von der Zeit her passt. Es gibt so zwei Teile in meinem Vortrag, bei nämlich der Frage, mit der ich mich beschäftigen will: Wie können feministische Utopien bei einer nachhaltigen Gegenwartsgestaltung und auch für die Zukunftssicherung helfen? Und die Funktion von Utopien ist das Besondere. Wir können auch sagen, die Vision, die unterschiedlichen Konzepten innewohnt. Und diese Funktion von Utopien hat Alexander Neubert-Doppler, den einige von euch vielleicht kennen, beschrieben in einem Utopieband. Er hat nämlich zunächst mal Utopie beschrieben als die Negation des Bestehenden. Die Intention auf Besseres steckt eben auch in ihr. Die Konkretisierung von Möglichkeiten, die Aktivitäten, die durch utopisches Denken motiviert werden, und die Artikulation von Bedürfnissen, die immer in Utopien steckt, und auch das Orientierungswissen, das wir brauchen für sozial-ökologische Transformation. Und in diesem Spannungsfeld von Kritik und der Aufblätterung von Orientierung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung gehe ich heute auf zwei feministische Utopien ein. Es gibt also keinen Überblick über die unterschiedlichsten feministischen Utopien, sondern ich werde über die Utopien sprechen, die mir nahe sind, die mir bekannt sind, weil ich Teil von Netzwerken bin oder mit ihnen gearbeitet habe. Und es geht aber eben nicht nur um feministische Utopien für nachhaltige Entwicklung, sondern es geht um die Frage, welche Rolle dabei das bedingungslose Grundeinkommen spielt. Und in dieser Aufgabe, das in der Kürze der Zeit zu machen, habe ich mich auf einen Text zurückbesonnen. Ich gebe ihn hier mal rein. Das sind eine gekürzte Version. Das sind sechs Thesen, die ich zusammen mit Andrea Bayer und Adelheid Biesecker für ein Band von Adrienne Göhler gemacht habe. Der Band heißt Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinkommen und Grundauskommen. Also sie spielt mit dem Begriff, um Entschleunigung und um Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Und der Hintergrund von dieser Kurzfassung ist ein Beitrag in diesem Buch, was viele von euch sicherlich kennen werden, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, feministische und postpatriarchale Perspektiven. Werner und Dagmar haben auch einen Beitrag drin geleistet. Darauf geht es zurück. Und der zweite Teil hat etwas mit dem Ansatz zu tun, den ich mit meiner Kollegin Nina Katz seit einigen Jahren weiterverfolge, nämlich die Überlegung, Care zum Ausgangspunkt zu machen, auch für die Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse und unser Verhältnis mit Natur. Also da, ihr seht, es gibt so zwei Teile und das schauen wir uns dann an. Beginnen wir mal mit der Utopie, mit der Vision des vorsorgenden Wirtschaftens, dass nämlich damit beginnt, dass völlig klar ist, dass das alte System transformiert werden soll in eine neue, weniger krisenanfällige, in eine vorsorgende und für viele auch eine subsistenzorientierte Ökonomie. Und Kern ist, dass diese Ökonomie bei allen Tätigkeiten die Grundlagen der menschlichen natürlichen Produktivität erhält und immer wieder erneuert. Damit kann dann Ökonomie auch die Voraussetzung für ein gutes Leben, sowohl für heutige und für künftige Generationen schaffen. Also genug für alle ist das Stichwort, genau wie von der ATAC AG. Es geht auch immer im Folgenden um die Ähnlichkeiten unterschiedlicher Visionen in den sozialen Bewegungen. Erster Schritt ist die Negation des Bestehenden, die Kritik und Analyse des derzeitig zerstörerischen Charakters von Ökonomie, den wir anhand von multiplen Krisen zeigen können. Und das hat ja was damit zu tun, dass diese Reihe auch zur sozial-ökologischen Transformationsthematik gehört. Und ich habe hier einfach nochmal ein paar Bücher aufgenommen, die auch zeigen, wie lange wir diese Debatten führen, ne? Über 50 Jahre Umweltpolitik, Kritik am kapitalistischen Modell, an Globalisierung, aber auch an Militarisierung, wenn man den Palme-Bericht sieht.
Und überhaupt die Möglichkeit, dass die ganze Menschheit sich über Atomwaffen selber auslöschen kann. Also eine lange Debatte mit verschiedensten Facetten, wo es dann nicht verwundert, dass es eine feministische Ökonomin war, Kate Raworth, die gesagt hat, dass die derzeitige Art der Ökonomik auf Krisen zu reagieren, im Grunde die Krise nur verschlimmert, indem sie nämlich eine völlig falsche Vorstellung hat, was ökonomisches Tätigsein leisten soll. Sie hat gesagt, das Ziel wäre ein sicherer und gerechter Raum für die Menschheit, der gleichzeitig die planetaren Grenzen beachtet. Und wir können sagen, dass in den letzten 50 Jahren wir beide Ebenen gerissen haben. Also sowohl was die ökologische Decke angeht, die planetaren Grenzen, ob es Klimakrise ist, ob es Biodiversitätsverlust ist, ob es Plastikkrise ist, oder aber Probleme, Zugang zu Energie und Wasser, zu Nahrung durch den Krieg in der Ukraine nochmal verschlechtert und soziale und politische Gerechtigkeit über Corona auch nochmal eingeschränkt. Also wir haben verschiedenste Krisenphänomene, denen sich jetzt feministische Utopien entgegenstellen. Immer voran nochmal mit der Kritik. Und die letzte Kritikfolie hierzu zeige ich euch aus der Perspektive vor allen Dingen des vorsorgenden Wirtschaftens. Das Netzwerk ist, was 30 Jahre alt geworden ist im letzten November. 30 Jahre arbeiten dort Praktikerinnen und Theoretikerinnen für eine andere Ökonomie in Wissenschaft und Praxis. Und der Ausgangspunkt ist, dass sie als gemeinsames teilen, dass die moderne kapitalistische Ökonomie durch eine Trennungsstruktur zwischen produktiven und vermeintlich reproduktiven, zwischen Ökonomie und dem, was als Nicht-Ökonomie, zwischen Kultur und Natur gekennzeichnet wird. Und diese Trennungsstruktur hat sowohl eine geschlechtliche Dimension als auch eine rassialisierte. Wir können da in der Diskussion auch nochmal drauf eingehen. Und sie beruht auf einem engen Arbeits- und Produktivitätsbegriff, der eben nur bezahlte Arbeit, nur Erwerbsarbeit als produktiv begreift und alle anderen Arbeiten, unbezahlten Arbeiten jenseits des Marktes, wie auch die ökologischen Leistungen, ausgrenzt. Und gleichzeitig verleibt sich der Kapitalismus diese ausgegrenzten, nicht bewerteten Produktivitäten, Basisproduktivitäten ein, ohne dass er dafür sorgt, dass das, was das, was sozusagen ausgenutzt wird, wiederhergestellt wird. Also es gibt kein Prinzip, das dafür sorgt, dass das, was vernutzt wird, auch wieder erhalten bleibt, wiederhergestellt wird, denn die Folgekosten davon werden externalisiert, erscheinen dann als Privatsache, als unentgeltliche Aufgabe der privaten Haushalte und eben nicht als Bestandteil, was als Ökonomie verstanden wird. Und damit bezeichnet das vorsorgende Wirtschaften im Kern die verschiedenen Krisen als Krise des abgespaltenen Reproduktiven und fragt, was müsste eigentlich passieren, damit wir diese Trennungsstruktur aufheben können? Und das, was passieren müsste, ist ein Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel, der mit einem Perspektivwechsel einsetzt, indem man nämlich die Care-Arbeiten, das Sorgen, das Versorgen und Fürsorgen ins Zentrum stellt von ökonomischen Betrachtungen und dass man die Frage stellt, ob die ökonomischen und die politischen Maßnahmen dazu beitragen, einen eben sicheren und gerechten Raum, wie wir gehört haben bei Kate Raworth, bei der Donut-Ökonomie für alle Menschen herzustellen oder eben nicht. Und es ist nicht nur ein ökonomischer Paradigmenwechsel, sondern es ist auch ein politischer damit verbunden. Denn diese Care-Arbeiten gehören ins Zentrum von Demokratie, so das Verständnis, wie es beispielsweise auch Joan Tronto in ihrem Werk Caring Democracy sagt. Also Gemeinschaften, Gesellschaften müssten das, was wir bislang als Ökonomie verstehen, vom Kopf auf die Füße stellen, müssten gerade die Sorge um
um Natur, aber auch insgesamt das Kümmern um Menschen, alle Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements ins Zentrum stellen und einer Rationalität folgen, die Erhalten und Erneuern im Gestalten genannt wird. Von Adlai Bisseker wird das immer wieder vertreten. Das kennt ihr sicherlich. Und die Ökonomie, die eben anderen Handlungsmaximen folgt, nämlich der Kooperation, der Vorsorge statt der Nachsorge und eben nicht der Orientierung am Profit und der Profitmaximierung und am monetären Wachstum, sondern an der Orientierung für das gute Leben notwendigen. Jetzt ist so die Frage, wie man denn von der Trennungsstruktur, die ich in der vorherigen Folie gezeigt habe, zu dieser Vermittlungsstruktur gelangt und der Frage, wie denn bedingungsloses Grundeinkommen einen solchen Transformationsprozess befördern kann. Und in der Diskussion des Netzwerkes Vorsorgendes Wirtschaftens ist Einhelligkeit darüber, dass in ausreichender Höhe gezahlt, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, die Einzelnen unabhängig von sozial und ökologisch schädlicher Erwerbsarbeit macht und es ihnen ermöglicht, sich den sogenannten reproduktiven Tätigkeiten, dem Sorgen für sich und für andere, also einschließlich von Natur, zu widmen. Und damit unterläuft das bedingungslose Grundeinkommen auch die Trennungsstruktur, die krisenhafte Trennungsstruktur der Ökonomie. Allerdings braucht es dazu eben mehr als nur Geld für die Existenz und es braucht auch mehr als nur Zeit, auch wenn beides ganz wichtige Bausteine für die sozial-ökologische Transformation sind. Und die Debatten, die wir geführt haben, und da denke ich, sind wir im Vorsorgenden Wirtschaften nah dran bei den Diskussionen, die auch hier in diesem Online-Seminar seit Jahren geführt werden, dass es die Handlungsräume und Mittel braucht für Menschen, um die Fähigkeiten zur eigenen Lebensgestaltung zu entwickeln und sich auch um das Sorgen kümmern zu können. Also es bedeutet auch, dass diese öffentlichen Infrastrukturen unbedingt erhalten und ausgebaut werden müssen. Diese verschiedenen Pfeile, die ihr hier seht, sind die ganze Zeit Aufgaben der Vermittlung. Also wie bezahlte und unbezahlte Arbeit besser als bisher zusammengebracht werden können, wie es genügend qualitativ gute Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen, Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen gibt. Und wenn wir auf das Commoning und die Subsistenz und Eigenarbeiten kommen, dass es eben genau diese Räume braucht mit den notwendigen Produktivmitteln, Häuser der Eigenarbeit, die Repair-Cafés, die Näh-Cafés, aber auch das gemeinsame Kochen können, die Fab Labs, alles, was Commoners brauchen. Das heißt, ein eingebettetes bedingungsloses Grundeinkommen, um Menschen neue Möglichkeitsräume zu eröffnen, ist dann Teil der Lösung auch einer feministischen Utopie, wenn es mit anderen sozialpolitischen, an menschlichen Bedürfnissen orientierten Maßnahmen verknüpft ist. Und es geht weiterhin auch in dieser Vision um gesellschaftspolitische Umverteilung. Es gibt also eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten mit anderen Utopien, die aber jetzt schon konkrete Praxis sind. Denn die Utopie in diesem Verständnis ist kein Nichtort, sondern sie nimmt denkend etwas vorweg, das aber im Hier und Heute schon realisiert werden kann und sich dann möglicherweise ausweitet. Und das Besondere an der feministischen Utopie ist, dass das Ganze der Ökonomie und die Relevanz der unbezahlten Sorgearbeiten im Zentrum stehen, neben den verschiedenen anderen Maßnahmen, die ihr hier seht. Und das bedingungslose Grundeinkommen erhöht den Spielraum dafür. Wie wirkt sich denn jetzt das bedingungslose Grundeinkommen auf das Arbeitskonzept aus, wenn nachhaltige feministische Arbeitskonzepte eben genau die notwendigen und möglichen Tätigkeiten für ein gutes Leben reflektieren, also die unterschiedlichen Arbeitsformen, dann kann man sagen, ja, auch hier bezüglich der Abtrennung und Abwertung von sogenannten reproduktiven Arbeiten kann bedingungsloses Grundeinkommen denjenigen, die zurzeit unbezahlte Sorgearbeit leisten, soziale Sicherung und Unabhängigkeit geben. Es könnte auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Zeitstrukturen von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit mitgestalten und damit die Dominanzform von Zeit, alles wird auf Erwerbsarbeit gerichtet, gegenüber der unbezahlten Arbeit in Frage stellen.
Im Vorsorgen und Wirtschaften gibt es so den Satz, eine nachhaltige Entwicklung hat nicht so viel Raum für bezahlte Erwerbsarbeit. Und doch ist damit das Zeitregime innerhalb der Erwerbsarbeit nicht ohne weiteres in Frage gestellt. Können wir auch gerne später diskutieren. Und auch die marktmäßig organisierte Care-Arbeit, die Vertaktung wird nicht automatisch über ein bedingungsloses Grundeinkommen hinterfragt. Aber möglicherweise gibt es dort ein Einfallstor, weil es Alternativen dazu gibt. Gute Pflege zur Zeit und ein gutes Leben für die Umsorgten, wie die Sorgenden, sind unter den gegebenen Bedingungen weit entfernt von so einer Utopie. Und hier gibt es einen kleinen Exkurs, einen Hinweis auf ein ganz spannendes Forschungsprojekt in Hamburg. Und vielleicht auch Personen, die gerne zu dieser Reihe eingeladen werden sollten. Denn die Idee ist, auch wenn wir Care ins Zentrum stellen bei unserer feministischen Utopie, geht es auch um eine Transformation von Care-Organisationen insgesamt. Also wir haben zurzeit eine ganze Reihe von Sorgelücken zu schließen. Wir haben mit asymmetrischen Interaktionen zu tun, die zu einer Symmetrie kommen müssen. Wir haben mit Entsolidarisierung zu tun und einer Abwertung. Also um hier eine Vision von einem guten Leben für alle zu entwickeln, braucht es auch innerhalb der derzeitigen Care-Organisation eine ganze Reihe von Transformationen, um die Sorgeerfordernisse nicht mehr den ökonomischen Zwecken unterzuordnen, wie es zurzeit die kapitalistischen Gesellschaften, die struktursorglos sind, tun. Und nochmal vielleicht zur Betonung der Berücksichtigung von Eigenzeiten, der letzte Punkt hier auf dieser Folie. Alle Arbeitszeiten müssen in diesem Ganzen der Arbeit abgebildet und berücksichtigt sein. Und das gilt gerade auch in Kooperation mit Arbeit, mit und an Natur. Das heißt, zusätzlich zu den Eigenzeiten von Menschen in der Pflege, rückt damit auch die nichtmenschliche Natur ins Zentrum. Und das ist um eine Vermittlung dieser verschiedenen Zeitbedürfnisse und Zeitqualitäten gehen muss, der verschiedensten Tätigkeiten, sowohl der menschlichen im Care-Bereich, aber auch bei den ökologischen Regenerationsprozessen. Und die Zeitkonflikte müssen durch so ein nachhaltiges Arbeitskonzept thematisiert werden, um der Komplexität, wie wir es im Vorsorgen und Wirtschaften nennen, der Zeitenvielfalt gerecht zu werden. Und da braucht es eine ganze Reihe von Transformationsmaßnahmen. Eine radikale Verkürzung von Erwerbsarbeitszeit ist da sinnvoll und ein bedingungsloses Grundeinkommen kann auch dabei hilfreich sein. Nicht zuletzt auch für eine neue Verteilung von Verantwortlichkeiten von Sorgearbeiten zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen der individuell familiären und der kollektivgesellschaftlichen Ebene. Damit sind wir bei der Frage, ob denn bedingungsloses Grundeinkommen darüber einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten kann. Ja, allerdings verweist es gleichzeitig auf die Notwendigkeit, auch das herrschende Verständnis von Freiheit, von Selbstbestimmung und von Autonomie zu transformieren. Denn wir erleben das aktuell auch wieder, diesen Freiheitsbegriff beim Tempolimit und so weiter. Also wir können darüber auch über diesen neoliberalen Freiheitsbegriff nochmal sprechen. Der Freiheitsbegriff in den feministischen Utopien für ein anderes Wirtschaften ist, dass Freiheit immer für alle Menschen in allen Lebensphasen gelten muss und dass vorsorgende Konzepte von Arbeit und in letzter Konsequenz von Gesellschaft auch Menschen in ihrer Verletzlichkeit und Abhängigkeit als untrennbaren Teil von Selbstbestimmung adressieren. Es gibt also so Begriffe wie vorsorgende Autonomie und Freiheit nicht von Care, sondern fürsorgendes Tätigsein. Das sind dann Ansatzpunkte für so eine konzeptionelle Neubestimmung auch von Freiheit. Und nur in Verbindung dann mit einem solchen Freiheitsbegriff könnte dann auch das bedingungslose Grundeinkommen einen Beitrag zur Transformation hin zu einer vorsorgenden Gesellschaft leisten. Es geht also um auch andere Menschenbilder, die damit verbunden sind, um kooperative Menschenbilder, um andere Subjektverständnisse, um das Selbst im sozial-ökologischen Kontext,
das eingebettet und abhängig ist, auch von nichtmenschlicher Natur, verletzlich, aber immer fähig zu kooperativem Tätigsein. Und mit Blick auf die Uhr und vielleicht auf Werner würde ich vielleicht zum Abschluss nochmal diesen Punkt, den Bezug zur Natur aufnehmen in diesen feministischen Theorien. Und Nina Katz und ich machen das auf dreifache Weise. Also aus dem, was ihr gerade gehört habt, haben wir sozusagen als Grundlage weitergearbeitet. Es geht darum, Kehr zum Ausgangspunkt für unsere Gestaltung von gesellschaftlichen Naturverhältnissen zu machen. Und wir beziehen uns auf Kehr sowohl als die ethische Haltung, die Gesellschaftsgestaltung zu orientieren vermag, als notwendige Arbeit, wie ich es vorhin skizziert habe, auf der jede Gesellschaft aufbaut, aber eben auch auf Care als politische Transformationspraxis, wenn es nämlich darum geht, gerade Care-Arbeiten und Prinzipien ins Zentrum politischen Handelns zu stellen, um Veränderungen anzustoßen. Und diese Care-Prinzipien beziehen sich dann auf so eine Fürsorgerationalität, aber vor allen Dingen auf eine Beziehungsorientierung. Also im Fokus sind Beziehungen von uns zu anderen Menschen, von uns zur Gesellschaft, von uns zur Natur. Damit verbundene Langfristperspektive und die Berücksichtigung eben der gegenseitigen Angewiesenheit und Verletzlichkeit aller Daseinsformen unter Beachtung der Eigenzeiten und Eigenheiten. Und das scheint uns geeignet, der umfassenden Vernichtung von Pflanzen, Tieren und Ökosystemen ebenfalls entgegenzuwirken. Ein ganz wichtiger Begriff, den wir von Rosi Braidotti übernommen haben, ist die ontologische Relationalität. Sie kommt recht sperrig daher, bedeutet aber, dass wir den Fokus auf Beziehungen richten und anerkennen, dass wir Menschen mit der anorganischen und organischen Welt, in der wir leben, grundlegend materiell und emotional verwoben und einer dauernden Dynamik unterworfen sind. Und es ist schon erstaunlich, wie sehr wir das in dem derzeitigen System immer wieder leugnen. Und diese Überlegung, Relationalität, das Anerkennen von Letztlichkeit für das Verständnis von Natur, bedeutet eben nicht nur zum anderen Ökonomieverständnis zu kommen, nicht nur zum anderen Subjektverständnis zu kommen, sondern auch das herrschende Naturverständnis auf den Prüfstand zu stellen. Und gerade konventionelle Ansätze, wie sie in der Landwirtschaft praktiziert werden, aber auch in der Waldwirtschaft, dazu haben wir viel gearbeitet, in Frage zu stellen. Also es geht in dieser Utopie, die wir entwerfen, nicht mehr um den Menschen als distanzierte, die Natur kontrollierende Instanz, die sozusagen steht auf dem Prüfstand, genau wie die sichtbaren machtvollen Interventionen, dass Natur in der Regel als betreuungsintensives Optimierungsobjekt gesehen wird, als Ressource, als Ware und Menschen als ManagerInnen oder Ingenieurinnen genau die Kontrolle über Natur versuchen zu erlangen, in unterschiedlichsten Weisen. Wir können das von Gentechnik diskutieren, wir können es auch an anderen Beispielen diskutieren. Und in dieser feministischen Vision, die auch in der auch mit dem Schlagwort Posthumanismus manchmal aufgegriffen wird, geht es, ich nehme jetzt hier mal den dritten Spiegelstrich, um Natur als lebendiges Gegenüber. Und in den meisten unserer Schriften gehen wir sogar noch weiter und sagen, es geht auch darum, die nicht lebendige Natur, also auch Gletscher und Flüsse als Gegenüber anzuerkennen und eine Ökonomie zu haben, die erhaltend gestaltend ist. Und dabei ist wichtig, wenn wir auf die Geschlechtergerechtigkeit kommen, dass es hier um eine Abkopplung sorgender Tätigkeiten von Natur, von Demokratie, für Demokratie, von Geschlecht geht. Also es ist nichts, was Frauen zugewiesen wird oder was Frauen besonders gut können. Es geht also darum, dass diese transformative Care-Praxis als Vision abgekoppelt wird von Weiblichkeit und biologischer Mutterschaft, sondern etwas ist, was wir alle übernehmen können, in der Gewissheit, dass wir
verbunden sind mit den mehr als menschlichen Welten und dass es ein kooperatives Beziehungsgeflecht gibt, in dem wir schon stecken, aus dem wir gar nicht heraus können. Wenn wir das aber immer wieder leugnen, führt es zu den Krisen, die wir derzeit erleben und die gerade zukünftigen Generationen die Möglichkeiten rauben, eine Gestaltung vorzunehmen, die eine partnerschaftliche, eine ist, die Natur als Subjekt, als Gegenüber wahrnehmen kann. Hier nochmal ein paar Literaturhinweise dazu und nochmal die Betonung, dass dieses Subjekt ein Subjekt im sozial-ökologischen Kontext ist und nicht mehr Mensch als Herrscher von Natur. Und das ist sehr schön, in diesem Mit aufgegriffen wird, in Begriffen wie Mitwelt, Mitwesen und dass es darum geht, diese Mitwesenhaftigkeit anzuerkennen und dass auch dafür die Möglichkeitsräume notwendig sind, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Ermöglichungsstruktur, eine Infrastruktur braucht. Und das brauchen wir hier bei diesem neuen Naturverständnis auch, wenn es darum geht, Natur als Partnerin anzuerkennen. Und das ist die letzte Folie, die zeigt, dass auch dieses neue Naturverständnis bereits Eingang gefunden hat in die Praxis, wenn wir den prozessorientierten Ansatz beispielsweise in der Waldwirtschaft nehmen, dann erleben wir dort schon eine Änderung in der Wirtschaftsweise, die einhergeht genau mit diesem Paradigmenwechsel, dass Natur als Akteurin und Partnerin anerkannt wird und dass gleichzeitig aber die Differenz nicht geleugnet wird und dass Försterinnen in die Selbstorganisations- und Reproduktivkräfte des Waldes vertrauen können und menschliche Eingriffe von außen weitestgehend reduziert werden. Wir haben dann auch Rückgepferde zur Entnahme einzelner Bäume, die seht ihr oben rechts. Und nicht schweres Gerät kommt zum Einsatz. Also auch die Techniken, ne? Also Andrea Vetter wird von konvivialen Techniken sprechen, die wir brauchen für so eine neue Naturgestaltung. Dann ist Bewirtschaftung aber auch nicht auf maximalen Ertrag ausgerichtet, ist auch nicht ausgerichtet auf Beschleunigung und Effizienz, sondern anerkennt Natur als dynamischen Akteur. Ist dann nicht mehr Objekt, sondern Teil einer subjekthaften Relationalität, wie wir es nennen. Und Menschen, die sich in diese Beziehungen und Prozesse bewusst begeben, die brauchen dann auch andere Fähigkeiten. Die brauchen die Fähigkeit, sich aktiv in Beziehung zu setzen. Die brauchen die Fähigkeit zum einfühlenden Beobachten und Handeln unter Bedingungen von Nichtwissen und die Bereitschaft zum Lernen. Und auch hier kann das bedingungslose Grundeinkommen gegen die Ökonomisierung helfen. Bislang haben wir diesen Ansatz noch nicht im Kontext von bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Aber beim Nachdenken in den letzten Tagen darüber finde ich es auch nochmal hilfreich, weil auch die Frage, warum ein Stadtwald oder Wald überhaupt Profit erwirtschaften muss, wäre noch leichter zu kippen, wenn klar ist, dass Waldbesitzerinnen um ihre Existenzsicherung nicht mehr gezwungen wären, Bäume vorschnell herauszunehmen, dass der Wald alt werden kann und dass er die Gemeinwohlorientierung vollumfänglich entfalten könnte. Also ich hoffe, es gibt sowohl über das vorsorgende Wirtschaften und die Ökonomiekritik als auch über diese Ansätze, wie neue Naturverhältnisse gestaltet werden können, jetzt hinreichend Stoff zum Diskutieren. Und ich freue mich auf Kommentare und Fragen.